Hallo zusammen. Es gibt Bücher, die sind einfach köstlich. Eins dieser Bücher gibt es hier in unserer kleinen, aber feinen Dorfbibliothek. Ich liebe dieses Buch. Darin findet man jedes Mal ganz köstliche Geschichten. Das Irre ist, wenn ich dieses Buch aufschlage, genieße ich die köstlichen Geschichten darin, ohne auch nur ein Wort lesen zu müssen. Das ist eben das Besondere an diesem Buch. Schaut mal selbst. Na, versteht ihr jetzt, warum ich gerne in diesem Buch lese? Diese Süßigkeiten erzählen mir etwas. Schaut mal genau hin. Das sind ganz spezielle Süßigkeiten. Sie erzählen, dass jetzt eine ganz besondere Zeit beginnt, die Adventszeit. In der Adventszeit, oder besser gesagt, mit dem Advent beginnt die Zeit der Erwartung. Die Erwartung einer ganz großen Überraschung. Darum dauert die Erwartungszeit auch immer 4 Sonntage lang, 3 ganze Wochen und einen Sonntag. Deshalb kann der erste Advent am 27. November beginnen oder aber erst am 3. Dezember. Weil das aber für die Kinder oft ein zu schweres Hin- und Herrechnen ist, hat man für sie einen Kalender entworfen, der immer am 1. Dezember beginnt und am 24. dem Heiligen Abend endet. Darum holen wir in dieser dunklen Winterzeit, wo alles Leben von den Lebensbäumen abgefallen ist, grüne Tannenzweige in unsere Wohnungen und legen sie zusammen zu einem Kranz ohne Anfang und ohne Ende. Das nennen wir dann Adventskranz. Und wir zeigen damit in wintertoter Zeit an, dass unser Glaube an das ewige Leben besteht. Mit den 4 Kerzen, die in alle Himmelsrichtungen deuten und die das Licht im Rund von Adventssonntag zu Adventssonntag vermehren, machen wir uns mit diesen Zeichen deutlich, so wie es die Kinder ja auch sagen, erst 1, dann 2, dann 3, dann 4, dann steht dein Christsein vor der Tür. Je mehr wir uns auf die Geburt Gottes in uns einlassen, umso heller wird unser Leben. Gott in uns. Sein Leben, sein Geist, seine Liebe in uns. Das ist doch was. Das ist das größte Geschenk. Und darum feiern wir das Weihnachtsfest so geschenkereich. Darum legt so mancher zu dem sonntäglichen Adventslicht auch geöffnete Tannenzapfen auf den Lebenskranz. Sie sagen ohne Worte: Öffne dich. Öffne dich für das Leben aus Gott wie diese Tannenzapfen. So wie Jesus es einmal in seiner Sprache sagte: Ephata, öffne dich, und einen Taubstummen heilte, der nun neu ins Leben hinein hören und vom Leben sprechen konnte. Advent ist das sich Woche für Woche öffnen für eine Geburt Gottes in uns, die jeden Tag neu geschehen kann. Und darum werden Adventskränze oft mit Sternen aus Stroh verziert. Sie verkünden: Erwarte, dass der Himmel auf die Erde kommt, denn der Himmel ist in dir. Und wenn dann noch ein richtig guter Apfel hinzukommt, dann will er uns sagen: Erwarte Gott als den, der wie ein Apfel ist, denn Gott ist zum Anbeißen. Nehmt hin und esst, ich will in euch sein. Das ist Advent,
er möge kommen, kommen in mein Leben. Weihnachten ist dann die große Überraschung. Gott kommt nicht mit irgendwelchen Sachen. Er selbst kommt durch den Geist Jesu, seinen Worte, seine Taten zu uns. Und wenn wir uns seiner Zusage öffnen, ich bin bei euch, und seine Lebensgeschichte in uns aufnehmen. Was will ich mehr erwarten, als dass Gott kommt? In diesem Sinne eine gesegnete Adventszeit. So schön, dass das Warten Freude macht.